Herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Heute schauen wir uns die globale Aufgabenliste in InLux an. Sie sehen, ich befinde mich wieder in meinem Outlook, aktuell in meinem E-Mail-Posteingang. Und wir schalten natürlich zuerst in unseren Projektbereich, das finden wir hier links unten unter Projekte, die globale Übersicht mit allen Funktionen von InLux. Und Sie sehen hier, der Fokus ist auch gleich bei den Aufgaben. Das ist sozusagen hier unsere globale Aufgabenliste. Bevor wir konkret uns die einzelnen Aufgaben anschauen, möchte ich Ihnen so ein bisschen die Haptik erklären. Das heißt, was kann ich mit dieser Liste überhaupt machen? Das heißt, wie kann ich mir diese Liste anpassen? Es gibt hier ein paar Funktionen, die ich Ihnen zeigen möchte, mit denen Sie sozusagen Ihre Liste ein bisschen Ihren eigenen Bedürfnissen darstellen können. Das Erste, eigentlich das Wichtigste, ich möchte mir mehr Informationen anzeigen, ich möchte hier weniger Informationen sehen. Das heißt, ich kann hier über die rechte Maustaste Felder auswählen. Übrigens ist es egal, wo Sie klicken, ja, es geht überall. Rechte Maustaste Felder auswählen und Sie sehen hier eine ganze Reihe an Informationen, die Sie sich zu diesen Aufgaben noch zusätzlich anzeigen können. Sie sehen also, diese Informationen werden natürlich im Projekt gespeichert. Das heißt, ich kann mir jetzt hier noch weitere Punkte mit reinnehmen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel wissen, wann wurde denn überhaupt diese Aufgabe erstellt? Vielleicht möchte ich noch wissen, ist das eine kritische Aufgabe? Da komme ich gleich auch nochmal zu diesen einzelnen Punkten. Was ich Ihnen jetzt hier erstmal zeigen möchte, ist an sich nur dieses Verhalten. Wenn ich die Information nicht mehr haben möchte in meiner Aufgabenliste, dann nehme ich sie einfach wieder raus. Sie können die Spalte einfach nach unten ziehen, bis das X erscheint und diese Information ist wieder weg. Als weiteren Punkt kann ich hier natürlich auf jede dieser Spalten aufsteigend und absteigend sortieren. Sie sehen ja, auf jede dieser Spalten kommt so ein kleiner Pfeil ganz rechts. Ja, natürlich die Richtung aufsteigend oder absteigend, die Sie selbst in diesen einzelnen Spalten bestimmen können. Das Ganze wird ergänzt durch unsere Gruppierungsfunktion. Sie sehen jetzt, aktuell ist schon eine Gruppierung hier gesetzt in dieser Liste. Das heißt, ich kann mal diese Gruppierung rausnehmen. Und Sie sehen jetzt, das ist wirklich jetzt eine einfache Liste. Aufgrund der Übersichtlichkeit empfehle ich Ihnen unbedingt, gerade in den Aufgaben, das nach Projektname zu gruppieren. So sehe ich eigentlich in jedem Projekt sofort, welche Aufgaben dort sind. Als letzte Funktion, als letzte Möglichkeit in dieser globalen Aufgabenliste ist unsere Filterfunktion. Das sehen Sie auch wieder in jeder Spalte hier oben so einen kleinen Trichter. Auch da haben Sie wieder die Möglichkeit, nur bestimmte Projekte zu filtern. Sie sehen immer, wenn dieser Filter sich öffnet, tauchen natürlich nur die Infos auf, die auch in dieser Liste zu sehen sind. Also mehr Projekte habe ich jetzt hier aktuell nicht in diesen Aufgaben. Also sehe ich hier auch nicht mehr Punkte. Wenn Sie sagen, okay, diese vier Punkte habe ich erledigt, ich wiederhole sie nochmal, gruppieren, sortieren, filtern, dann können Sie natürlich Ihre Ansicht speichern. Das heißt, hier oben, ich gehe einfach auf diesen Speichern-Knopf und dann haben Sie die Möglichkeit, diese aktuelle Ansicht zu speichern. Das heißt, Sie können dann hier dieser Ansicht einen Namen geben und natürlich sich beliebig viele Ansichten speichern. Schauen Sie bitte hier unten, sichtbar für alle Anwender. Das ist nochmal für Sie die Option, Ihre Ansichten auch allen InLux-Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn Sie Projektleiter sind, aber natürlich auch als Projektmitarbeiter, fürs ganze Team solche Standardansichten zur Verfügung zu stellen. Sie wollen ein bisschen mehr sehen, ein bisschen weniger, das natürlich allen bereitstellen. Die Funktion gibt es hier auch in den Ansichten. Ich habe bis jetzt aber auch nur meine Aufgaben gesehen. Kommen wir oben zu der Schnellfiltermöglichkeit, welche Aufgaben ich eigentlich sehen möchte. Sie sehen hier die Unterscheidung, meine Projektbeteiligung alle. Ich sehe hier die zeitlichen Filter heute überfällig offen abgeschlossen. Das heißt, meine offenen Aufgaben bedeutet, ja, Sie sehen auch hier, ich bin jetzt hier konkret als Ressource eingetragen. Das heißt, ich muss mich hier um meine Aufgaben kümmern. Das ist meine Arbeitsweise, wenn ich aus vielen Projekten viele Aufgaben habe. Jetzt habe ich natürlich auch den Fall, dass ich nicht nur meine Aufgaben sehen möchte, sondern ich möchte alle Aufgaben, die InLux-Datenbank bereitstellt, sehen können. Dafür ein einfacher Klick hier auf
alle. Ne? Sie sehen also sofort sämtliche Aufgaben aus allen Projekten. Bitte hier nur ganz kurz am Rande. Ich sehe natürlich nur Aufgaben, zu dessen Projekten ich auch berechtigt bin. Das heißt, der Knopf allein alle heißt nicht, ich kann sämtliche Aufgaben von der Inlux-Datenbank sehen. Ich sehe natürlich hier auch hier immer nur Aufgaben entsprechend meiner Berechtigungsstufe. Wir sehen also auch hier die Übersicht, die Gruppierungsfunktion über Projekte. Auch hier nochmal durch optisch wesentlich einfacher, die einzelnen Aufgaben zu den jeweiligen Projekten zuordnen zu können. Was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ich kann jetzt eine weitere Gruppierung mit reinnehmen. Ich kann also sagen, ich möchte in den einzelnen Projekten sehen, den jeweiligen Status der Aufgabe. Wenn wir gleich dieses erste Projekt anschauen, ich sehe also hier eine Aufgabe, ja, wir sehen also hier die Spalte Aufgabe, Aufgabenname, ist in Bearbeitung. Drei Aufgaben sind hier aktuell noch nicht begonnen. Das Ganze kann ich auch umdrehen. Ich kann auch sagen, ich möchte sehen, welche Person, also welche Ressource hier mit welchen Aufgaben betreut ist in den jeweiligen Projekten. Also das würde ich zum Beispiel hier in dem Buchprojekt sehen. Sie sehen also hier zum Beispiel kein Name hinterlegt. Das heißt, in diesen Aufgaben ist noch keine Ressource hinterlegt. Ansonsten die anderen Kollegen sind hier jeweils auch schon mit einer Aufgabe betreut. Vielleicht nochmal ganz kurzer Blick hier nach oben. Sie sehen auch hier neben meine und alle habe ich auch die Möglichkeit, Projektbeteiligung einzuschalten. Ja, das können Sie wörtlich nehmen. Das heißt, Sie sind in diesem Projekt beteiligt. Das heißt, Sie sehen die Aufgaben der Kollegen. Sie haben aber in dieser Ansicht hier keine Aufgabe zugewiesen für ein jeweiliges Projekt. Wenn wir bei der Ansicht alle bleiben, schauen wir uns ein bisschen die zeitlichen Filter an. Also ich kann mir natürlich in dieser Ansicht alle erstmal anzeigen lassen, welche Aufgaben sind konkret heute fällig. Heute schließt natürlich auch die Vergangenheit an. Ja, Sie sehen also hier rote Aufgaben. Was sind rote Aufgaben? Kurz erklärt, rote Aufgaben bedeutet, ja, das Ende der Aufgabe ist schon überschritten. Diese Aufgabe hat aber noch nicht den Status erledigt. Das Ganze natürlich da auch nochmal konkret gefiltert auf überfällig. Die Ansicht offen hatten wir gerade. Und ich möchte natürlich auch sehen, das habe ich bereits für abgeschlossene Aufgaben in den jeweiligen Projekten. Und auch hier nochmal schön natürlich die Information erstellt am, erledigt am. Also ich sehe sofort, wann wurde denn diese Aufgabe erstellt und wann wurde sie erledigt. Also auch diese Informationen können Sie sich natürlich einblenden oder ausblenden, je nachdem, wie Sie das möchten. Schauen wir uns vielleicht, wenn ich konkret nochmal auf meine offenen Aufgaben umschalte, schauen wir uns vielleicht ein bisschen Informationen an, die ich im Side-Panel finde. Also mit Doppelklick auf so eine Aufgabe finden Sie jetzt hier nochmal Informationen, die Sie übrigens auch im Projekt finden, auch nochmal praktischerweise hier über das Side-Panel. Vielleicht schauen wir uns das Seitenpanel ganz kurz an. Also ich finde jetzt hier die Möglichkeit, den Namen nochmal zu sehen, ja, ein Beschreibungsfeld, falls der Projektleiter, der Kollege mir sozusagen eine kurze Information zu dieser Aufgabe hinterlegt hat. Ich sehe den Aufwand, ja, den Arbeitsaufwand, Nettozeit, die ich für diese Aufgabe aufbringen soll. Hier auch nochmal meinen Ressourcennamen, Start und Ende dieser Aufgabe. Des Weiteren hier unten auch nochmal die Möglichkeit, eigene Felder zu hinterlegen. Ja, Sie sehen also hier auch ein eigenes Feld angelegt. Sie sehen also aktuell keine Dokumente verknüpft. Und hier rechts oben auch nochmal die Feedback-Möglichkeiten zu dieser Aufgabe. Rechts hatten wir schon gesehen, also ich kann hier den Status der Aufgabe auch nochmal zurückmelden. Sie sehen auch hier, dieser Status in den einzelnen Aufgaben ist jetzt hier nicht, besteht jetzt hier nicht aus drei, sondern aus vier Status. Wie gesagt, in den Projekten können Sie natürlich verschiedene Status in den Aufgaben definieren. Links daneben haben Sie auch gleich die Möglichkeit, den zugehörigen Vorgang als erledigt markieren. Sie sehen also hier auch gleich, ist diese Aufgabe einem Vorgang zugeordnet, ja oder nein, würde ich übrigens auch hier sehen unter der Spalte Vorgang. Das heißt, ich habe hier Aufgaben, die sind einem Vorgang zugeordnet, Aufgaben, die sind keinem Vorgang zugeordnet. Wenn sich Änderungen in dieser Aufgabe ergeben, sehen Sie dieses Benachrichtigungsfenster, kann ich natürlich gleich Rollen
in diese Benachrichtigung aufnehmen. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel den Status dieser Aufgabe ändere, wenn ich das Datum ändere, kann Inlux gleich auch eine E-Mail an die jeweiligen Kollegen verschicken. Im anderen Bereich finden wir die Notizen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, Infos zu hinterlegen, ja, gewisse Vorgänge in diesen Aufgaben, Zwischenpunkte zu geben. Also eine kurze Info. Wir sehen auch praktischerweise mein Name mit Zeit und Datum. Das heißt, wenn die Kollegen natürlich auch hier Notizen hinterlegen möchten, würde ich natürlich einen anderen Namen des jeweiligen Kollegen sehen können. Wenn wir ganz kurz bei der Notizfunktion bleiben, zeige ich Ihnen besser anhand aller Aufgaben. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, Sie haben ja am Anfang dieser Liste haben Sie so eine Sprechblase. Ja, und Sie haben bei manchen dieser Aufgaben, wir haben es hier zum Beispiel schon gesehen, haben wir so eine kleine 1 davor oder bei dieser Aufgabe so eine 3. Das heißt, ich sehe sofort, wenn Notizen auf dieser Aufgabe hinterlegt worden sind. Ja, ich muss natürlich diese Aufgabe sehen können. Ich kann dann sozusagen mit Doppelklick in diese Aufgabe reingehen, die Notizen lesen, ich das wieder schließe. Wir sehen, diese 3 verschwindet. Das heißt, diese Notizen sind gelesen. Bleiben wir vielleicht nochmal bei meinen Aufgaben und nochmal ganz kurz in dieses Side-Panel. Ich habe natürlich die Möglichkeit, auch bei dieser Aufgabe direkt in das Projekt reinzugehen. Das heißt, ein Klick hier oben auf Projekt und ich öffne sofort das Projekt, in der diese Aufgabe hinterlegt ist.